Herzlich willkommen und schönen guten Tag zum Medientalk. Und das Spannende ist das, wir haben heute Montag und wir zeichnen aber sowas von aktuell auf wie noch nie. Wir haben extra alles auf Montag gelegt, damit wir die Wahl kommentieren können. Lüge. Es war Blödsinn, wir haben es letzte Woche nicht geschafft, aber jetzt ist die gute Nachricht, dass wir können jetzt 1:1 die Wahl kommentieren. Und was wären wir, guck mal, wenn wir es eine Woche später machen würden, da hat ja praktisch das Universum uns in die richtige Richtung geleitet. Richtig, genau. Das die Wahl ist vorbei. Warst du wählen? Ja, natürlich. Ich habe per Briefwahl gewählt. Ich bin nicht gegangen, aber per Briefwahl. Leider nicht in Hamburg, sondern in Berlin, weil ich dort auch gemeldet bin. Gut. Ich glaube nur oder was auch immer. Ergebnismäßig ist das relativ gleich bei diesen beiden Städten. Ja. Erstaunlich ist, du hast keine Angst gehabt, dass deine Briefwahl, gab ja Verschwörungstheorien, dass die Briefwahl massiv beeinflusst wird. Du meinst so im Gefolge von Trump und so weiter. Ne? Natürlich habe ich diese Angst gehabt, aber da jede Gefahr, wenn wir uns unterhalten, immer nur von grün und links kommt und nie von rechts, war diese Gefahr eigentlich nicht da, weil es sind ja da immer noch relativ viele dann mit grünen Stimmen da rausgegangen. Ich hatte gehört von einem mir bekannten Medienexperten aus Berlin, der sagte, der Gröbel hat ja seine Wahlunterlagen mit einer eingebauten kleinen Kamera verschickt. Richtig, genau. Und deswegen weißt du genau, was bei dir los war. Genau. Wir haben das dann minutiös verfolgt. Das sind diese Kameras, die man sonst für chirurgische Eingriffe benutzt und die man dann natürlich auch in solchen... Aber es ist alles korrekt gelaufen. Es scheint alles korrekt gelaufen zu sein. Insgesamt, wie würdest du das Ergebnis der Wahl, sag mal so, einmal, also wir sollten mal bei Deutschland bleiben, glaube ich, also ich würde in Deutschland und dann nehmen wir mal Hamburg und Berlin noch mal explizit dazu extra, aber deutschlandweit, was sagst du? Ja, ich finde das schon ein vernünftiges Ergebnis. Also ich muss gestehen, dass ich jetzt nicht so, anders als du, nein, just kidding, jetzt nicht so begeistert bin oder gar nicht begeistert bin, dass jetzt AfD trotz einiger wirklicher Skandale das ja doch sehr, sehr gut abgeschnitten haben. Das sage ich jetzt nicht, um die zu verbieten oder den Mund zu verbieten, aber ich finde es einfach keine gute Partei, die auch dem Lande nicht gut tun würde. Protest ist das eine und das andere ist aber dann, was wir Wirtschaft erfahren würden, die Tendenz doch raus aus der EU. Ich verweise gerne nochmal auf die Aussagen von Höcke, dass es den Briten viel besser geht, nachdem sie aus dem... das ist so amateurmäßiges Zeug, weißt du, dann wäre der wahrscheinlich ein mindestens so guter Wirtschaftsminister, in Anführungszeichen natürlich nur wie manche anderen, die wir haben. Also, das sind so die Dinge, die ich blöd finde. Gut finde ich, dass tatsächlich, sei es denn wirklich nur ein Denkzettel, mal die Ampel doch mal eine allemal gelbe Karte gezeigt bekommen hat. Und ich neige auch nicht dazu, das weißt du, das ist auch manchmal unser Gesprächsthema, jetzt zu sagen, so alles, was diese existierende Regierung macht, ist Mist. Es ist sehr vieles Mist, leider ein bisschen zu viel. Es ist vieles ein Kommunikationsproblem. Aber das Entscheidende ist, dass die tatsächlich untereinander nicht wirklich irgendwie sich so zusammen frickeln können oder ordnen können, dass man irgendwie das Gefühl hat, hier wird mit sicherer Hand und vor allem konstruktiv etwas für dieses Land gemacht. Und insofern ist dieser allemal, dieser sagen wir mal, Fingerzeig oder dieser Warnschuss, der ja schon mehr als ein Warnschuss ist, muss man klar sagen, der ist schon ganz gut gewesen. Ich wünsche mir aber, wie gesagt, auch nicht künftig, dass wir immer mehr AfD, immer weniger Grüne oder SPD oder meinetwegen auch die FDP haben. Also für mich ist es so, vielleicht fange ich damit mal an, wie ich gewählt habe. Ich habe die Europawahl als Chance genommen, weil ich tatsächlich von den etablierten Parteien und von denen, die jetzt, also von den großen fünf oder so, gar nichts halte. Ich finde auch keine Orientierung da. Also habe ich gedacht, komm, ich mache den Wahlomat und ich wähle einfach stumpf das, was oben steht, auf jede Gefahr hin. Aha. Das habe ich gemacht. Oben stand Bündnis Deutschland. Dann habe ich mich über diese Partei, ich weiß nicht, ob du sie kennst, habe ich mich informiert. Eine konservative, wirtschaftsorientierte Partei, die zwischen AfD und CDU steht. Also nicht die Massennummer oder doch? Nein, das ist die Werteunion, was anderes. Genau. Bündnis Deutschland ist was anderes. Die gibt es auch schon nicht mehr, aber gut, okay, wie auch immer. Okay. Und die habe ich dann auch gewählt. Eine von den Minderheitenparteien, aber ich hätte keine andere wählen können. Ich werde keine Partei, die das Elend angerichtet hat, in dem wir gerade leben, werde ich nicht wählen. Und ich werde deswegen auch nicht die einzig tatsächlich existierende Opposition wählen. Es gibt tatsächlich nur eine Oppositionspartei. Also gut, nehmen wir zwei, sagen wir Sarah Wagenknecht oder den Linken oder zunehmen wir sogar drei. Aber die wähle ich auch nicht. So. Ich finde das Ergebnis tatsächlich nicht so toll.
Ich finde es deswegen nicht toll, weil, also auf der einen Seite, was ich gut finde, ist, dass Opposition sich durchgesetzt hat. Ob das jetzt Sarah Wagenknecht ist, die ja eigentlich nichts weiter als eine Linke in einer anderen Verpackung ist. Für mich ist das wie Cola Cola Light oder so. Das ist mit das gleiche Brand. Einsprengsel AfD vielleicht sogar hier und da. Aber wenn so du siehst, wer da in der Partei ist, ne, da sind Hardcore-Linke drin. Also, und die haben ja auch ihre Werbeunterlagen, haben ihre Werbeunterlagen gemeinsam verschickt. Wer soll das? Also, das ist so, dass die Linke hat jetzt mehr Stimmen, wenn man die beiden Linken, also wenn man Sarah Wagenknecht und die Linke zusammen haben sie mehr Stimmen als vorher. Und ich glaube, das ist irgendwie auch das Ziel gewesen, da irgendwie probieren für die irgendwie nochmal ein Gesicht zu geben. Und das haben sie mit Sarah Wagenknecht. Und die hat echt auch im Vorfeld schön so Interviewserie angefangen. Einmal mit Liefers und einmal mit Peter Maffay hat da gute Interviews gemacht. Also war nicht, sie hat noch einen Interviewer dabei, der beiden Fragen gestellt hat. Das hat die echt gut gemacht. Medial ja, ist super also gemacht. Rhetorisch und auch medial ist sie schlaues auch Mädchen, wirklich, muss man wirklich sagen. Also, und muss natürlich sagen, dass sie, also insofern bin ich jetzt nicht so ganz bei dir, so nach dem Motto, ja, im Grunde ist es die Linke in anderer Verpackung. Ich denke schon, dass sie in einigen Positionen deutlich anders tickt als die Linke. Also großes Thema ist ja die Integration. Ja. Sie fischt natürlich nur im gleichen Teich, da bin ich ja völlig bei dir. Und hat einen großen Vorteil, anders als die immer noch Chefin, glaube ich, von der Linke, aus Frankfurt irgendwie nicht versprenkel lassen. Also da bleiben wir lieber mal freundlich. Aber anders als sie ist sie natürlich auch jemand, die auch als Person durchaus rhetorisch gut ist, gut rüberkommt und sicherlich auch Überzeugungen hat. Ne? Absolut. Und ich glaube, sie ist auch die, und das deswegen wieder, ne, das ist auch die Alternative. Also wenn man jetzt sagen will, man ist mit dem, was da alles in Berlin passiert, ist man nicht zufrieden und man kommt eher aus der grünen Ecke oder linksgrün oder linksrot-grünen Ecke oder sowas alles, dann ist das eine Alternative, wenn man so denkt und fühlt. Zumal ja die SPD keine Arbeiterpartei mehr ist und auch geführt wird von jemandem, der noch nie gearbeitet hat. Also das ist ja alles eine ganz, ganz schräge Situation im Moment gerade. So einem nostalgischen Bild nachhängt, also so wie die Katholiken in den 50er Jahren in Deutschland immer noch diese heiligen Jesus-Bilder hatten und so weiter. Also wenn ich dann Herrn Kühnert höre und sehe, der natürlich immer sehr geschmeidig und sehr klug, ich sage jetzt wirklich bewusst, daherredet. Aber dann ist das jetzt muss wieder nur dran gearbeitet haben. Aber die Politik ist wirklich, also wenn es denn noch Arbeiter gibt, dann sind das Facharbeiter, die dann sofort wieder steuerlich jedenfalls aus diesen Klischees rausfallen. Und das Einzige, was ihnen immer einfällt, bei allem Respekt vor diesen Berufen, die armen Pfleger, das sind aber nicht jetzt 20% der Deutschen und denen gönnt man jeden Vorteil, jede Erhöhung von Gehalt. Aber ansonsten arbeiten sie mit dem Klischee, so der arme Arbeiter, der da im Schweiße seines Gesichts am Fließband steht, den gibt es schlicht nicht mehr. Ich würde auch sagen, dass die SPD inzwischen eine Bürgergeldpartei geworden ist, weil nämlich die Bürgergeldempfänger sind da alle. Das wird auch gerne innerhalb der Partei schon viel ausgezahlt. Insofern ist das alles, für mich ist es nicht mehr das, was es mal war, als Partei. Ja. Und ob es dann diese Zielgruppe nicht mehr gibt und ob man vielleicht auch dann mal drüber nachdenken muss, wie man sich neu orientiert. Ich sehe auch keine Neuorientierung. So. Was wir haben, ich muss einmal kurz, weil das heute für mich auch so ein bisschen so im Hintergrund für unser Gespräch. Du weißt und du bist es hoffentlich und glaube ich auch, wir sind ja fern oder wahr jeden wirklich Hasses sowieso nicht, empfinden wir ja nicht, gegenüber einzelnen Figuren. Also wir mögen etliche Figuren nicht, wir haben gute Gründe, manchmal auch vielleicht einfach persönliche Gründe oder jedenfalls Ressentimentgründe, gegen Einzelne zu sein. Trotz allem muss ich sagen, also es gibt dann manche Beschreibungen, in dem Fall vom Kanzler, von unserem Kanzler, der im Spiegel, ne, der angeblich dann auch immer so gleich so Regierungsnah ist, ist er natürlich überhaupt nicht, dann so beschrieben wurde, dass er als Einziger, als dann schließlich diese Wahlniederlage der SPD zumal Kanzlerpartei eindeutig war, als er dann rausging und dann vom Spiegelreporter irgendwie wohl angesprochen wurde, aber nicht geantwortet hat, was ein gutes Recht ist, aber dann wieder in der Beschreibung wieder in so einer verdrucksten, lächelnden Überheblichkeit da rausging. Das ist das, also wenn wir über Kommunikation sprechen, nur dann denkst du auch, also wahrscheinlich ist er der Einzige auf dieser Welt, der weiß, wie es wirklich geht. Weißt du, was das Problem, glaube ich, ist? Mein Gott nochmal, Leute. Sie haben keinen Respekt vor den Wählern, sie haben keinen Respekt vor dem Volk, sie haben keinen Respekt vor dem Land, sie haben keinen Respekt vor allem dem, was Deutschland kann und ist. Sie haben überhaupt den kompletten Kontakt zu ihren Wählern verloren. Und das, wie gestern reagiert wurde, das Herr Klingbeil allen Ernstes so vor Weidel sagt, dass sie Nazi ist. Und ich habe den Teil nicht mehr gesehen, ich habe es sehr viel angeschaut. Es ist einfach, man muss wirklich sagen, es war
peinlich und dumm. Ja. Und es hat mich ehrlich gesagt ein bisschen an Herrn Schröder erinnert, der gesagt hat, die Wahl ist trotzdem gewonnen, obwohl er sie verloren hat. Mit dem Unterschied, dass Schröder, erinnere ich mich noch zu gut, ich merke da, mit dem Unterschied, dass Schröder damals insofern exkulpiert wurde, weil er einfach einen in der Krone hatte. Und da sagt man vieles, aber ich glaube, Klingbeil hatte keinen Intus und hat das durchaus bewusst gemacht. Und immer noch mit diesem Reflex, weil er ist ja nicht so, er hat ja keine Emotionen. Das sind ja alles taktische Positionierungen, weil er irrtümlich hofft, damit kann er jetzt wieder ein bisschen seine Klack, also sprich dann den Applaus innerhalb der Partei rausgehen. Und das würde ich, da bin ich sofort bei dir, dass die natürlich immer behaupten, wir sind für die Bürger da, ja klar. Aber natürlich erstmal die Partei und nochmal die Partei. Das war, glaube ich, ganz normal. Die Partei, die hat immer Recht. Genau so. Und, wer für das Recht kämpft, hat Recht. Das war in DDR. Und es ist dann tatsächlich so, das galt auch dann gestern für die Grünen. Also dann waren sie natürlich betröppelt ein bisschen und so und standen da kurz mal betröppelt da. Aber dann ging es sofort. Also sie haben einfach, und das glauben die wirklich, sie haben super Arbeit geleistet. Also sie haben tolle Arbeit in ganz schwierigen Zeiten und sie haben es noch nicht geschafft, das rüberzubringen, dass das Volk das versteht. Sie sagen nicht mal, dass sie Kommunikationsfehler begangen hat, nein, sondern das Volk sind die Dummen, die verstehen es nicht. Ja, so, das ist in der Formulierung, ist es so weit von, sie haben so viel Kontakt verloren zu dem, was die Menschen, also es fängt an mit Kosten für Wärmepumpen, jetzt dieses neue, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, das war noch kurz vor der Wahl, kam das noch raus, also Migration sowieso. Mhm. Das, was da passiert ist, schlimmer kann man es auch nicht machen nach Mannheim, ehrlich gesagt. Aber das, was ich am allerschlimmsten finde, ist, dass in diesem Wahn, wir müssen uns kriegstauglich machen. Und dann zu sagen, jetzt schon anzukündigen, dass man in seinen Häusern dafür sorgen muss, dass Schutzräume eingerichtet werden, die Tausende, Abertausende von Euro kosten, worauf man dann in öffentlichen Gebäuden auch die ganzen Gebäude sanieren kann, mit dem Argument, dass da Schutzräume geschaffen werden. Und das sind wiederum, haben Sie jetzt schon angekündigt, das sind auch Gründe für neue Steuern. Da muss man mal ein bisschen neue Steuern. Das ist so unklug, weit weg vom Volk. Das ist so dermaßen noch weiter verunsichernd. Und ich glaube tatsächlich, dass Sie in einem Art, wie soll man sagen, in so einem Art Rausch sind, von dem sie nicht mehr umkehren können. Hätte man sich gestern hingestellt und hat gesagt, okay, wir haben verstanden, es ist große Unzufriedenheit, es gibt Gründe, aber wir haben es nicht richtig gemacht, wir müssen besser arbeiten und wir müssen Konsequenzen ziehen. Ob wir jetzt gleich Neuwahlen ausrufen, muss man ja gar nicht machen. Man hätte ja sagen können, komm, ich muss mal Frau Faeser rausschmeißen, weil die versagt komplett. Ich muss die Frau Paus rausschmeißen, weil die versagt komplett. Ich muss auf jeden Fall Frau Baerbock und Herrn Habeck auswechseln. Das hätte ja der Kanzler gestern alles machen und sagen können. Aber nichts, süffisant lächelt und er weiß alles besser. Und er weiß alles besser. Genau. Ein Punkt, der mir ganz wichtig ist, weil der das, also ich natürlich auch, du aber auch, dazu tendieren, vielleicht immer zu sagen, die Grünen. Ich halte jetzt mal einmal dagegen. Ja. Ich fand im Morgenmagazin den Cem Özdemir, der ja, wenn überhaupt, eher zu dieser, sagen wir mal, Realo- und vielleicht sogar auch eher konservativen Truppe der Grünen zählt und sich ja durchaus Hoffnung machen kann, als Nachfolger von Kretschmer in Baden-Württemberg Ministerpräsident zu machen. Ich habe den auch mal kennengelernt. Das ist schon jemand, das ist natürlich erstmal auch ein durch die Wolle gefärbter Politiker, der möglicherweise vielen Grünen zu wenig überzogen hat, aber der ganz klar gesagt hat, alles, was du jetzt ansprichst, hat er mehr oder weniger in klaren Worten auch wirklich geäußert und hat gesagt, wir müssen einfach jetzt wirklich mehr sinngemäß aufs Volk hören. Ja. Er hat zum Beispiel gesagt, also ganz klare Aussage von ihm, dass er gesagt hat, es ist albern, deine Rede immer. Also wahrscheinlich bist du sein Einflüsterer oder Berater oder was auch immer. Du willst in Baden-Württemberg nochmal groß rauskommen. Ich werde es dir gleich erklären. Genau das. Ne? Hat aber klar gesagt, also dass es ein Skandal ist, dass gegen rechts immer zu demonstriert wird, ist ja völlig in Ordnung. Also rechtsextrem sowieso, aber auch gegen rechts, aber nie gegen die Islamisten. Und das aus einer falsch verstandenen Angst, die können diskriminieren werden. Ganz klare Aussagen und ein paar andere Sachen, wo ich gedacht habe, à la Bonheur. Der ist natürlich Realpolitiker, denkt an seine nächsten Wahlen irgendwann mal in Baden-Württemberg. Aber ich denke, dass das auch überzeugend ist. Deshalb bin ich sehr zurückhaltend. Wenn du jetzt zitierst Grüne, ich habe es nicht gehört, die jetzt schon kurz davor stehen, jetzt noch weitere Zwangsmaßnahmen durchsetzen wollen, so bescheuert sind sie, Klammer auf, hoffentlich Klammer zu, nicht. Aber es gibt natürlich immer die Protagonisten und eins generell, auch jetzt für unsere Gespräche immer, ich finde eine der großen Schwierigkeiten, es gibt natürlich für alles, wirklich für alles, immer einen drastischen Case, einen drastischen Fall, ein drastisches Beispiel, das dann alle Ressentiments, die ich habe, die du auch hast, belegt.
Aber ganz so einfach ist das natürlich nicht. Also da würde ich immer noch sagen, auch die Grünen halte ich jetzt immer noch nicht für die, wie heißt das, die Pest oder was auch immer, nicht die Pollenpest. Unterschied ist natürlich, eine AfD ist nicht eine Regierung. Trotz allem wünsche ich mir jetzt nicht an der Stelle der Grünen jetzt die AfD eine Regierung, aus genannten Gründen, wirtschaftlich, auch dem, was sie zum Teil an Menschenbildern vertreten. Also, und auch Grün, noch ein letzter Punkt, der mir auch auf dem Herzen liegt, was ich auf den Tod nicht ab kann. Ich verfolge das ja auch hier so über Facebook und Social Media, ist, wie unglaublich schnell und eigentlich jederzeit und sofort eine Personalisierung von mindestens Schmähung, Beleidigung, Hass sich breit macht und selten bis nie, vielleicht habe ich die falschen Leute hier, aber gegen irgendeinen einen rechten Politiker, also bei Herrn Krag kannst du ja nun wahrlich auch mal ein paar Sachen sagen. Doch, gibt es. Ich bin jetzt nicht beruhigt. Nee, also nehmen wir mal Höcke als Beispiel, brauchen wir nicht drüber. Also wenn der irgendwo ist, dann ist es so, dass dann seine Fans irgendwas sagen, aber in erster Linie ist das dann auch 80% geht das nach hinten los. Cem Özdemir, mir kann ich erklären, woher es hat er von mir. Ist auch kein Witz, sondern ich habe ihm geschrieben, und zwar auf einen Artikel, den er geschrieben hat, habe ich ihm geantwortet und habe gesagt, pass auf, erstens, was ist mit den Islamisten und du selber mit deinem Hintergrund müsstest das ja wissen. Natürlich. Das war das Erste, was ich geschrieben habe. Und er hat mir geantwortet und hat gesagt, das stimmt. Und danach kam dann das. Also ich glaube nicht ernsthaft, dass es mit mir was zu tun hat, aber er hat auf jeden Fall geantwortet. Die Logik ist eine, die ihm entspricht. Für Herrn Özdemir würde ich nur sagen, er ist halt blöderweise der Bauernenteigner und der Vorreiter dieser Bauernenteignung. Und das finde ich auch ganz schlimm. Insofern habe ich da auch meine Gründe. Aber wo du recht hast, ist, es gibt schon einen Unterschied zwischen den Realos und den Fantasten. Und vor allem gibt es einen Unterschied zwischen gebildeten Menschen und ungebildeten Menschen. Besonders bei den Grünen. Und wenn ich mir angucke, was Ricarda Lang, dann eben Habeck und Baerbock, was die von sich geben, hier auch übrigens auf dieser riesigen, auf der Kernveranstaltung zur Europawahl hier in Hamburg, ne, 146 Menschen waren anwesend. Danach gab es nochmal 350, die dabei, von denen die Hälfte aber Islamisten waren, nämlich mit Palästinenser fahren und sowas alles. Also völlig wirre Veranstaltung, keine Sau wollte das jetzt hören. Jetzt kürzlich, das habe ich natürlich so. Auch in Nürnberg hat sie, man konnte sie gar nicht mehr verstehen, weil kein Mensch sich das mehr anhören will, das Geplapper, das ist wirklich unerträglich. Deswegen, also das stimmt, es gibt nicht die Grünen, natürlich gibt es sie nicht, das wissen wir auch selbst. Auf der anderen Seite ist es so, dass das, was da geduldet wird im falschen Verständnis, auch was Islamismus betrifft zum Beispiel, geht auf keine Kuhhaut. Ja, aber sie sind eine Regierung, damit hast du natürlich immer noch mal und sind natürlich auch für Regierungshandeln zuständig. Insofern würde ich sagen, klar, es sind schon zwei verschiedene Positionen. Aber auch die SPD versteckt sich hinter dem Versagen der Grünen, das muss man auch mal sagen, weil da ja genug Menschen sind, die in der Lage wären, intellektuell dem auch zu antworten. Also jemand, der Wirtschaftsminister ist und kein Prozent rechnen kann, ist ja nicht blöd dahergesagt, sondern er kann kein Prozent rechnen. Er hat es mehrfach bewiesen, dass er kein Prozent rechnen kann. Er weiß nicht, wie es geht. Das Gleiche gilt für diese ganze Geschichte mit damals der Insolvenz und so. Der weiß das nicht. Der hat wirklich keine Ahnung. Ich glaube, der hat Visionen, der hat Ideologien, der hat irgendwas und er kann so ein bisschen verlegen, plappern und in die Haare drehen, was die junge Frauen uns gut finden. Aber ich glaube, ihm fehlt die Kompetenz und das wissen Experten. Und ich glaube auch, dass der Herr Scholz weiß, dass er eine Vollpfeife da sitzen hat. Und ich glaube, dass deren strategische Hoffnung, und sie sind wahrscheinlich alle dann doch eben hauptberuflich Politiker, ist, lass die sich so lange zerlegen, bis sie wirklich keiner mehr wählt. Ich bin, das muss ich sagen, da kommen wir dann zum zweiten Teil der Wahlbeobachtung. Also muss ich noch kurz sagen, also nur ganz kurz, Klammer auf Klammer zu, über Frau Lang kann man endlos ablästern, was ich wirklich auch nicht mehr ertrage. Selbst wenn sie das vergleichsweise demonstrativ sogar macht, Gespräch mit Mioska und so weiter. Aber das Bodyshaming, das ist jetzt nicht, weil ich ein Woker bin oder so, das geht einfach nicht. Warum was nicht? Da an Hass produziert wird, das löst bei mir eher aus zu sagen, ey, ihr Vollpfosten, also jetzt die das machen, kommt mit guten Argumenten, die gibt es wahrlich zuhauf. Auch oder deine Argumente sind gute Argumente, wo ich nicht allen beipflichte, aber immer noch sagen würde. Aber das sind Argumente, dass man sagt, da und da und da. Und auch bei manchen würde ich dann sagen, nee, sorry, aber das sehe ich anders oder müsste man auch nochmal anders interpretieren oder analysieren, was auch immer. Aber das ist immer noch auf einer Ebene von Respekt und Würde dem Menschen gegenüber. Und selbst bei der AfD sind wir uns auch darüber einig, dass du die nicht, ich meine, wenn es jetzt wirklich kriminell wird, dann würde ich auch sagen, na gut, das ist was anderes. Aber da gehört kein Hass wegen Körperbau und hin. Und der übrigens sehr häufig von Menschen kommt, egal welcher Couleur, egal welcher politischen Richtung, die dann zufrieden und bräsig und fett da in ihren Sesseln sitzen, weil sie sich nie bewegen. Also, da sind wir uns hoffentlich
einig. Da sind wir uns einig. Auch bei dir. Genau, also Bodyshaming ist überhaupt hat keine reine Relevanz. Also auf der einen Seite. Zu Deutsch die Beleidigung wegen irgendwelcher persönlicher Eigenschaften, weil sie dick ist. Gar nichts, die nichts, aber auch gar nichts mit der politischen Auffassung zu tun. Man soll sich nicht über sie lustig machen, weil sie dick ist. Man kann das aber sagen, sie ist dick, fertig. Ja, und man kann auch ab und zu mal satirisch das irgendwie einbauen, aber wenn das so ein Trommelfeuer ist. Genau, das macht Julian Reichelt ganz schlau, indem man sagt, die gewichtige Chefin der Grünen. Gut, kann man machen. Auf jeden Fall, was in dem Zusammenhang natürlich, also mal was dem reinspielt, es gibt zwei Argumente, wo es dann doch schwierig ist, wenn die Krähe, und da gehört zum Beispiel Herr Trittin dazu, ja, die immer Birne Kohl und sowas alles gesagt haben, ja, die größten Bodyshamer vor dem Herren, das ist natürlich deren Lager dann auch irgendwann mal trifft. Dachte ich bei mir so in der Assoziation, naja, haben die vielleicht auch mal, wobei das Jahrzehnte also her ist. Das ist ja lange her, weil anyway, es war damals eben, das kommt also auch so eine Ecke, deswegen gibt es die älteren Leute, die sagen, was wollt ihr denn eigentlich jetzt und so, das ist das eine. Das zweite ist, wenn sich jemand hinstellt, der einfach und jetzt in einfachen deutschen Worten gesprochen, stark übergewichtig ist, ja, stark ungesund lebt, anscheinend mit der Ernährung und mit seinem Körper und sowas nicht richtig klarkommt, anscheinend, weiß ich nicht. Wenn der sich dann hinstellt und will uns das Zuckeressen verbieten, dann ist es wirklich albern. Ja, und dann muss man sich nicht wundern, wenn das Echo kommt. Grundsätzlich bin ich natürlich sofort völlig bei dir. Sind da immer, das ist auch nicht, weil diese Herstaltung wird ja sehr häufig nicht gemacht. Also ich finde das einfach, weil... Es ist überflüssig. Es ist ja genug fachlich zu argumentieren. Die Argumente werden stärker, wenn man sie sachlich bringt. Ja. Und Argumente sind stärker, wenn man nicht irgendwie mit Nazi und Sonstigem kommt. Weil das natürlich, das hast du auch schon mal hier gesagt und ich kann dem nur 100% beipflichten. Es ist natürlich eine kriminelle, wirklich, also nicht kriminell im strafrechtlichen Sinne, aber es ist eine absolute Verharmlosung der Nazi-Zeit. Absolut. Also wenn man hingeht und eine Frau Weil, die noch nie irgendwie dafür eingetreten ist, ich kenne von ihr auch keine antisemitischen Äußerungen, also gab es mal ein paar von dem Gauland, so ein paar Sachen, aber das ist nicht eine verkappte Nazi, die sofort willens wäre, Millionen von Menschen umzubringen und so weiter. Also das sind so die Sachen, das ist eine Verluderung von Sprache, ist intellektuell unredlich. Und bei allem, was wir beide sicherlich, wir kennen beide viele Top-Politiker, was man immer noch konzidieren muss, ist auch irgendwie immer noch politische Rhetorik, aber es gibt auch da Grenzen und die dürfen dann nicht plötzlich dadurch zerstört werden, weil es jetzt gegen die in Anführungszeichen Richtigen, nämlich gegen die Rechten geht. Wehe, aber du machst das Gleiche auf der Linken oder der Grünen. Dann sind wir sofort zusammen. Und letzter noch, weil dir das einfach der Seele brennt. Natürlich ist Gewalt erstmal rein physische Gewalt. Trotz allem denke ich, und das wäre etwas, was mir Sorgen macht, dass auch diese Verwilderung von Sprache auf allen Seiten, auf wirklich allen Seiten, zumindest die Hemmschwellen gegenüber ausgeübter Gewalt, also real umgesetzter Gewalt, möglicherweise doch senkt. Also ich sehe einen Unterschied zwischen Sprache, Beleidigung, so schlimm das sein mag, Respektlosigkeit und echter Gewalt. Naja. Aber es schafft schon auch bei vielen so ein Gefühl, naja, das sind doch sowieso, es gibt ein schönes Wort dafür, Menschen werden dehumanisiert, also sind keine Personen mehr, sondern sind nur noch Objekte von Hass und dann kann man die ja dann abknallen oder sonst irgendwas machen. Und jetzt kommt's, das ist genau das Ziel der Woken-Bewegung. Sie bezeichnen sich als Woke aufgewacht, ja? Aber in Wirklichkeit entmenschlichen sie mit solchen Sachen wie PolizistInnen. Das ist eine Entmenschlichung des Wortes Polizist. Das geht mir zu weit. Du sprachwissenschaftlich machst es. Du nimmst der Sprache ihre Emotion und gibst ihr technisches Kalkül dazu. Das macht die Sprache kälter. Ich habe noch nie ein Problem gehabt, mit, wenn ich sage, da kommt, guck mal, da vorne sind drei Polizisten. Da habe ich doch nie irgendjemand ausgegrenzt. Mir ist völlig egal, welches Geschlecht die haben. Ob die Transen sind, ob die weiblich sind. Ich würde immer, ich sage jedem, der damit anfängt, ich habe selbst auch viel Erfahrung bei mir aus Dingen, die ich selber schreibe, meinetwegen Polizistinnen, habe ich überhaupt keine Probleme. Also ohne dieses Schreckensding. Aber selbst das brauchen wir nicht, weil nämlich für mich zu sagen, da kommt ein Polizist und es ist eine Frau, ich würde ja nie auf die Idee kommen, sie zu diskriminieren. Das ist das berühmte generische Maskulin. Jetzt machen wir keine Klugscheißerei, das sind nämlich einfach Sammelbegriffe, die überhaupt nichts, aber auch gar nichts mit Diskriminierung zu tun haben. Null. Wo ich dir nicht folge, trotz allem, ist, dass jetzt diese Woke-Bewegung jetzt schon kurz davor steht, jetzt eine Verdinglichung und damit Dehumanisierung vorzunehmen oder einzelne Phänomene. Aber was sie machen ist, sie machen die Sprache komplizierter und damit grenzen sie Menschen aus und ausgegrenzte Menschen neigen zur Einfachheit und hauen mit der Klappe drauf und denken gar nicht mehr darüber nach. Das passiert automatisch. Und das ist ein Teileffekt von diesem theoretischen Quatsch, der da passiert. Genau das Gleiche wie, wenn du Menschen, also wenn du, guck mal,
Also wenn du vor 20 Jahren einen Film gemacht hättest und hättest vor 20 Jahren einen Film gemacht, wo jemand da steht, der ist Präsident, der Film fängt an, da steht der Präsident und sagt, meine Damen und Herren, liebes Volk, ihr habt mich gewählt, vielen Dank, in Zukunft gebe ich euch die Möglichkeit, einmal im Jahr euer Geschlecht zu ändern. Dann hätten wir uns scheckig gelacht. Das wäre ja, John Cleese, stimmt. Das wäre alles das gewesen. Das ist so dermaßen dämlich und absurd. Und wenn der Typ dann weiterspricht und sagt, und wenn du sagst, du bist eine Frau und jemand kommt und akzeptiert das nicht und sagt, du bist ein Mann, weil du einen Penis unten dran hast, ja, dann muss der 5.000 € Strafe zahlen. Dann hättest du dich totgelacht. Das wäre genau wie dieser hieß der Film hier, der Jesus-Film von Monty Python. Ja. Das wär genau das Gleiche. Es ist wirklich, es ist schon Sachen außer Kontrolle. Und ich glaube, das alles führt dazu, dass Leute ausgegrenzt werden, dass sich Menschen über andere drüber stellen. Und die kriegen dann den ganzen Zorn der Basis zu spüren. Das endet auch manchmal trotz allem würde ich natürlich jetzt doch dann ganz, also, wie gesagt, man kann ja für alles wirklich immer Belege filmen und einzelne Beispiele. Jetzt übrigens gerade nur Klammer auf, auch hier wieder nur, ich glaube, irgendeine eine Sportstudio-Besitzerin oder Schönheitssalon-Besitzerin hat, es war so mit Sauna, glaube ich, auch unter anderem, hat irgendwo. Ein Mann wollte in die Frauensauna. Ein Mann wollte rein. Und da hat die gesagt, nee, komm nicht mit dir. Und dann wurde ihr angedroht, irgendwie das, wobei ich ja sagen muss, aber sind sie eigentlich noch ganz nicht. Die muss diese Strafe zahlen. Ja, also weiß ich, das wird sie nicht zahlen müssen. Das kann fast nicht sein. Aber in solchen Zeiten, und irgendwann sagst du zu jemand, der so kommt, sagst du irgendwann, weißt du was, keine Ahnung, du fette Rübe, was willst du von mir? Weil man einfach nicht mehr kann. Also weil es mit normalem Menschenverstand nicht mehr zu schaffen ist. Trotzdem, das hat was auch, wir haben ja auch einen Medientalk, all das hat natürlich immer auch mit Medien zu tun. Es sind natürlich, sagen wir mal, die nur gerne genommen, also gerne genommen im Sinne von besonders eklatanten Beispiele, strukturell. Und wir haben ja auch über hier Sprache und dort wird Gewalt ausgeübt. Dann kannst du natürlich jetzt anfangen, was sehr, sehr linke Idee übrigens ist, dass es so etwas wie strukturelle Gewalt gibt, dass es so etwas gibt wie, es gibt so ein bestimmtes Meinungsklima. Ich halte dagegen, nein, sonst wären die Wahlen anders, völlig anders gelaufen. Nummer eins, noch ein letzter Satz dazu. Zweitens, sehe ich allerdings nicht, dass jetzt aus der Wokeness oder sagen wir mal dieser Klientel oder dieser Gruppierung jetzt regelmäßig extremste Formen von Gewalt ausgeübt werden. Ne? Nein, das müssen wir schon mal klar machen. Weil sonst könnte das ganz schnell auch durch den Gesprächsverlauf so plötzlich, die Woken sind eigentlich jetzt die eigentlichen Gewalttäter. Sind sie nicht. Die Woken, nein, die Woken sind. Sie sind besonders empfindlich. Die Basis, das ist für mich die Basis der entfremdeten Beklopptheit, weil sie tatsächlich viele Sachen machen, wo du sagst, das ist mit normalen Menschenverstand nicht mehr. Sorry, vielleicht bin ich auch zu dumm, dann lasse ich mir auch sagen, Pass auf, ich sehe es anders. Ich denke, dass aus einem sehr bedenkenswerten und sogar auch zutreffenden Kern, dass man Menschen, das ist ja im Grunde unser großes Credo, glaube ich, da sind wir völlig einig, ist ja immer, Menschen sind erstmal alle gleich. Egal, ob einer einen Furz lässt oder ob er irgendwo Verstopfung hat oder ob er grün oder schwarz oder mit Klamotten rumläuft seit 50, 60 Jahren, und du seit 40 Jahren, ich seit 60 Jahren oder so ungefähr, kennen wir das alles, selbst in den Kleinstädten, wo ich herkomme, das hat nie einen gekümmert. Also, dass man da sagt, das ist erstmal der Ausgangspunkt, dass man dann aber anfängt, auf eine verrückte, da gebe ich dir sofort zu, Art und Weise jetzt so nach dem Motto, wenn wir das jetzt aber alles auch noch sprachlich regeln, ohne mal auch nur mal einmal darüber nachgesagt zu haben, dass Sprache noch lange nicht gleich Gewalt ist, dass Sprache genau zu dem umgekehrt führt, das ist ja das, was du sagst. Da allerdings bin ich sofort willens zu sagen, das sind Exzesse, die sind zum Teil bescheuert, die werden noch nicht honoriert. Der Ausgangspunkt, auch wenn man da andere Begriffe für wählen sollte, den halte ich erstmal für gut. Das ist das Gleiche mit Christentum. Ich bin nicht mehr gläubig, aber ich glaube schon, dass hier in der Basis erstmal gute Elemente drin sind, Gleichheit von Menschen, Gerechtigkeit und so weiter, so wie es in der Aufklärung ist. Wenn das aber alles über Bord geworfen wird und jetzt kommt natürlich das Dings, auch hier, ich werde jetzt hier nicht schon wieder intellektuelle Geschichten bringen, aber dass dann irgendwie Postcolonial Studies sagen, der weiße Mann ist per Definition erstmal ein Rassist, dann kann ich nur sagen, ja, geht's eigentlich noch, seid ihr doch ganz bei Trost. Und was kommt denn bitte dann an die Stelle? Soll man dann irgendwie eine andere Geschichte sagen? Wenn die wiederum die Gerechtigkeit und die Gleichheit aller Menschen zugrunde legt, bin ich sofort dabei. Sehe ich aber nicht. Guck dir an, was aber passiert, was daraus passiert. Mhm. Wie viele Ladenbesitzer, Vereinsbesitzer hängen sich stolz eine Prop-Flag hin und wissen gar nicht, was das bedeutet. Das bedeutet nämlich genau das. Die Prop-Flag steht dafür da, dass die weißen Täter sind und die schwarzen sind
Opfer. Mhm. Und dann sticht auf Mannheim jemand, der leider aus der anderen Ecke kommt, jemand, der aus der anderen Ecke kommt, nieder. Und dann wissen sie alle nicht mehr, wo sie längs eiern sollen und eiern durch die Gegend. Ja, und alles genau wird durcheinander. Das, ja, was ich aber sagen und dann auch ist, wieder, das, ich meine, das war ja wieder sehr traurig leider, was auf deine Mühlen, das ist ja wirklich selbst nach Mannheim, der Polizist ist tot, dann erstmal wieder Demonstrationen gegen rechts gibt. Weißt du? Also das sind so das Sachen, ist das Thema. Ich glaube, Mannheim ist das Thema fürs nächste Mal, weil wir müssen ja gleich weitermachen. Genau, genau. Wir wollen aber über die Wahl noch einmal, wollen zwei Städte sozusagen rausnehmen, und zwar Berlin und Hamburg. Aha. In Hamburg haben die Grünen ordentlich verloren und eine fette Klatsche bekommen. Trotzdem haben sie in Hamburg noch 20%. Das heißt, in Hamburg gibt es tatsächlich noch 20% Menschen, die unbeirrt, die Partei hat immer recht und einfach weitermachen. Das kann sich ableiten. Doch, nein, das weil sie, ableiten. Sie sagen, also, ich meine, die Partei hat immer recht, also sonst würden sie nicht wählen. Ja. Und sie sehen ja selber, ich meine, in Hamburg ist es so, reiche Stadt, Medienstadt. Was mich sehr beruhigt ist übrigens eins, die Medien haben geschlossen über, also sicher ein halbes Jahr, wenn nicht ein Dreivierteljahr, auf den Blauen, auf der AfD, rumgeschlagen. Wie verrückt. Der Effekt? Zero. Das ist für mich ein gutes Zeichen. Was zeigt nämlich eins, die große Verschwörung, egal ob sie gegeben hat oder nicht, ich will gar nicht, ne? Dieses Einseitigkeit der Medien, die Medien sind nur Staatsfunk und sowas alles, diese ganzen Theorien. Bullshit. Das, genau, hast du immer gesagt hier, ich sag, selbst wenn es so wäre, scheint es ja nicht zu funktionieren, das haben wir jetzt alle gelernt. Diese Nummer funktioniert nicht und dieses, was ich schon glaube, wo ich sehr von überzeugt bin, der Journalist von heute, da habe ich einen super spannenden Artikel gelesen am Wochenende, der Journalist von heute ist, also bekennt sich selber zu Haltung. Und das ist für mich das Problem. Das, da bin ich sofort bei dir. Das er ist, möchte gerne Haltung zeigen. Und das ist nicht deine Aufgabe, verdammter Journalist. Deine Aufgabe ist es, objektiv Dinge darzubieten und gerne mit einer Färbung einer Kleidung. Irgendwie scheinen wir so eine Art telepathische Verbindung zu haben. Ich hatte irgendwie am Anfang oder in der Mitte des Bärengesprächs, dachte ich, Mensch, da war noch ein Punkt, den wollte ich dringend noch ansprechen. Dann war weg, Alterserscheinung. Und du nennst es aber Haltung und Befindlichkeit. Und das ist die große Krux eigentlich, dass wir leider durch lange, lange Jahrzehnte wahrscheinlich, sogar nicht Indoktrination, will ich das trotzdem nicht nennen, aber irgendwie die richtige Gesinnung zählt viel mehr als das richtige Handeln oder der richtige Effekt von als Handeln. Als die Wahrheit, als die Wissenschaft, als alles. Wahrheit, als das, also da kann man ja auch noch drüber streiten, aber wenn Befindlichkeit oder Haltung da ist, dann ist das leider die Brücke zum Narzissmus, der extrem ausgeprägt ist, zur Egomanie. Ja. Naja, Hauptsache, ich stehe auf der richtigen Seite. Und natürlich auch zu dieser ständigen Identitätsfindung. Vor lauter Identitätsfindung gibt es aber was anderes, gibt es fast nicht mehr. Also nach dem Motto, dass man auch mal an alle denken sollte, auch die beschützen sollte, die wirklich deutlich anderer Meinung sind, muss man ja nicht. Man fühlt sich pudelwohl in seiner Haltung, hat die richtige Haltung, hat die richtige Befindlichkeit, mag alles sein. Also das wirklich, kaufe ich den meisten grünen Wählern und Grünen wirklich ab. Und den Realus vielleicht sogar ein bisschen weniger, weil die auch noch daneben mit beiden Beinen bestenfalls auf dem Boden der Realität stehen und bestenfalls sogar innerhalb dessen auch noch dann eine Arbeit leisten, die eben beides zusammenbringt. Das, was auf der einen Seite an der Realität ja auch durchaus mal sinnvoll ist, eine funktionierende Wirtschaft und andererseits aber trotzdem, also da würde ich immer noch den Özdemir mit allem, was wir die Bäume außen vor wählen wollen, aber das ist das, die Krux, die Haltung, die Haltung, die Haltung, die Haltung. Und da sind wir, siehe Philosophiegeschichte, siehe Literaturgeschichte, meinetwegen sogar Mediengeschichte, haben die Deutschen natürlich schon ein bisschen die Tendenz zu immer besonders gehabt, vor lauter Wohlbefinden und sich einrichten in der eigenen Haltung, dann auch irgendwie an Lässigkeit nicht mehr so viel zu haben. Nee, und stattdessen dann auch nur Objektivität, noch, also das einfach Fakten, Daten, Zahlen verschwinden plötzlich in der Haltung, in einem Gefühl. Hauptsache das Gefühl ist neu, aber die Haltung ist erstmal richtig, die Haltung ist wichtig. Jetzt kommt natürlich diese ganz philosophische, ich bin ja gar nicht Philosoph, Gottes Willen, bitte um Nachsicht für alle Philosophen, die irrtümlich diese Sendung sich anschauen. Aber tut mir leid. Aber es ist natürlich auch so genau, weißt du, so diese, das ist ja das, was als Klischee, nicht alle Klischees sind ja unzutreffend. Also es gibt viele Klischees, die richtig sind. Und das ist wieder der deutsche Denker, der da so sinnend in die Ferne schaut, also der romantische Deutsche, dem all das irgendwie so ein bisschen sonst wo vorbeigeht, das Wort will ich jetzt nicht nennen, aber die richtige innere Einstellung, die Befindlichkeit, die Haltung. Ja. Und dann immer noch verbunden
mit natürlich auch einer, wie ich finde, durchaus zu Recht erstmal über Jahrzehnte zu Recht, auch noch Verantwortung für diese Welt, die sich aber dann ungut mit dieser Haltung und Befindlichkeit koppelt. Dass man irgendwie dafür eintritt, dass immer mehr Menschen, meinetwegen sogar auf der Welt, dass ihnen gut geht, auch so als Buße für das, was man jetzt nicht mal Jahrzehnte, aber ganz schrecklich und über, wir hatten gerade Oradour zum Beispiel, wir haben die Idee gehabt, also wer da sich nicht darüber informiert hat, was da die Deutschen nicht kollektiv schuldig gemacht haben, heute sowieso nicht mehr, aber der tut mir leid. Aber wie gesagt, die Konsequenz ist aber nicht. Und deshalb, Hauptsache, wir haben die richtige Haltung. Und deshalb immer nur gegen rechts, rechts, rechts. Oder sagen wir lieber gegen rechts extrem, wie wir es ja beide oben und durch. Das sind zwei verschiedene Sachen. Völlig, völlig unterschiedliches Ding. Genau. Für mich ist interessant, ich habe mich tatsächlich, und da bin ich wahrscheinlich einer der wenigen in ganz Deutschland, und auch alle Journalisten haben das anscheinend nicht gemacht, ich habe mich durch 2500 Seiten RKI-Papier gewählt. Gewälzt. Stinklangweilig. Stinklangweilig. Mhm. Aber eins sage ich dir, was da drin steht, was Journalisten verbrochen haben rund um Corona, machst du dir keine Vorstellung. Und das ist ja dadurch, dass jetzt die Schwärzungen zum großen Teil zumindest weg sind. Wenn du das liest, dann fragst du dich, wieso arbeiten diese Journalisten überhaupt noch? Wieso dürfen die noch arbeiten? Sie haben sich wieder besseren Wissens. Ich sage dir ein schönes Beispiel. Wir hatten, es ist bekannt gewesen, dass AstraZeneca schädlich ist, dass AstraZeneca schwere Schäden hervorrufen kann. Norwegen hat AstraZeneca verboten. Andere Länder haben AstraZeneca verboten. Das war bekannt. Du wirst nicht glauben, was passiert ist. Mit der Presse gemeinsam hat Herr Lauterbach sich hingesetzt und hat behauptet, er hätte sich gerade mit AstraZeneca impfen lassen. Die Kanzlerin hat genau das Gleiche getan. Andere Prominente haben das. Sie haben alle immer AstraZeneca gesagt. Ja? Zu einer Zeit, wo es in anderen Ländern schon längst weg von der Liste war, weil man wusste, was ist. Was weiß man heute, was AstraZeneca macht? Genau das. Keiner von diesen Politikern, und die Journalisten haben das gewusst, ist mit dem Zeug geimpft worden. Meinst du, dass sie das gewusst haben? 100%. Also du kannst es lesen, steht da drin. Ja. Die Presse wurde entsprechend informiert. Es hat doch keiner geschrieben. Und da sage ich, das ist ein kleiner Punkt von den Punkten, die da drin stehen. Du machst dir keine Vorstellung, was da drin ist und was zu der Zeit passiert ist. Und ich sage immer warum? Eins. Sagen wir mal, warum? Ich weiß es, glaube ich. Okay. Ja, ich glaube nicht an die große Verschwörung. Ich glaube nicht an das alles. Ich glaube an Hose voll. Große das Begeisterung, und zwar dabei. Haltung, und da sind wir wieder dabei. Ja. Die haben gesagt, wir müssen jetzt gemeinsam, müssen wir das durchsetzen, wir müssen diese paar Verstreuten, die dann Impfzweifler sind, hin und her. Es steht in den RKI-Files, doch ganz schlimmes Thema noch, steht drin, wir werden die Wirkung dieser Substanz erst Post-Marketing erkennen. Der Satz steht eins, habe ich selber so gesehen, steht da eins zu eins drin. Kein Fake, nix vom RKI, kann jeder nachlesen. Muss er nur die Files angucken, steht da drin. Also sie haben bewusst gesagt, und das hat die Presse gewusst, zu dem Zeitpunkt, am 20. April 2020, da haben die gewusst, dass erst Postimpfung, Postmarketing, also da steht Postmarketing drin, Postmarketing wird erst bekannt sein, wie das Zeug wirkt. Das kann doch nicht wahr sein. Und dass die Presse das mitgetragen hat. Also, Haltung. Ja, ja, gut, also nochmal. Also ich werde das auch nicht tun, mich die 2500 Seiten durchwälzen. Das stinkt langweilig. Meine Interpretation ist eine andere. Das ist vom Effekt her, am Ende gehen wir dann wieder um den Effekt, ist, dass es auch hinterher aufgearbeitet werden muss. Übrigens wie genauso, dass diese Geschichte mit Habeck, wo ich die auch nicht Abbitte leisten muss, aber wo ich mir gedacht habe, das kann doch nicht sein, testen und so weiter, erstmal testen lassen und so weiter, ist ja jetzt auch gerade große Debatte über, hat Habeck dann praktisch schon entgegen bei mancher Erkenntnis oder seine Leute, wie auch immer, haben da irgendwie jetzt gesagt, nee, wird alles abgeschaltet und gesagt, wir testen es einfach mal so. Meine Interpretation, allemal bei dieser Impfungsgeschichte, ist aber eine andere. Dass im, und das ist so, könnte man auch aus Befassung mit Risiko, im Risiko hast du immer, also in Risikosituationen, das hatten wir ja nun. Musst also, du abwägen. Das ist irgendwie, musst du abwägen. Absolut. Und dann musst du natürlich gleichzeitig, ich erinnere jetzt nur mal Beispiel mal auch an, wo ich glaube, dass es damals absolut richtig war, an Merkel-Steinbrück, 2008. Die stellen sich vor die Kameras an diesem berühmten, ich weiß nicht, Schwarzer Montag oder was auch immer es war und sagen, eure Ersparnisse sind sicher. Die waren natürlich überhaupt nicht sicher. Wissend aber, dass jede Aussage, die sie treffen, Effekte hat. Wenn die jetzt gesagt hätten, eure Ersparnisse sind nicht mehr sicher, das wäre die Wahrheit gewesen. Ja. Also gibt es Momente, gibt es Momente, wo du genau weißt, und ich finde das auch dann nicht nur verzeihbar oder verzeihlich, sondern das leider, dass du dann schuldig wirst, in Anführungszeichen. It comes with the job. Deshalb würde ich den Job auch niemals machen wollen, den die machen. Aber es gibt Momente, und das würde ich hier dann auch dazu sagen, ohne jetzt die Details zu kennen, dass ich gesagt habe, oh shit, wenn wir jetzt davor warnen, dann kriegen wir
kriegen wir keine Impfungen mehr. Die lassen sich die Leute nicht impfen. Absolut wir dürfen richtig. Auch nicht diese Zweifel kommunizieren. Wir müssen einfach so tun, als ob. Absolut richtig. Wissend, dass das fucking risikofrei ist. Und da gefällt mir noch ein allerletzter Satz. Sage ich immer, ein allerletzter Satz, dann kommen wieder 20 Sätze. Deshalb finde ich auch die, also ich mag die amerikanische Art, jetzt nicht unbedingt die Mentalität, aber in den USA ist eine komplett andere Mentalität. Wir reden ja auch über Mentalität. Dort sagt man den Leuten, okay, you take the risk, aber ihr müsst auch die Konsequenzen tragen. Macht erstmal, so bis die ersten Dinge passieren. Und dann seid ihr allerdings dran. Also nehmen wir mal autonomes Fahren und gibt es ja alle möglichen Beispiele für oder auch bei Medikamenten. Die sind bei weitem, glaube ich, immer noch, ich weiß nicht, ob es noch stimmt, so restriktiv im Vorfeld. In Deutschland erstmal alles 100% sicher. Funktioniert aber gar nicht. Ein komplett falsches Menschen- und Weltbild. Und erst dann, wenn wir alles durchgetestet haben, ist die Welt mittlerweile schon längst woanders. Haben wir Regeln eingeführt, haben wir alles Mögliche verboten. Da kommt auch wieder die Brücke zwischen uns. Und das ist natürlich das, was in so einer Situation einfach nicht mehr geht. Du kannst es nicht erstmal Wochen, dir, Monate, Jahre lang testen. Also das ist das Erste. Das verstehe ich. Das andere ist aber, in der du hast die Verpflichtung, gerade bei solchen Themen, die ja, wo du weißt, wie bei AstraZeneca, da kannst du nicht anfangen, eine PR-Kampagne für ein Produkt zu machen. Mhm. Du kannst ja trotzdem für Impfen werben, aber sich dann hinzustellen, wenn es woanders abschmiert und dann stimmt, hier, weil sie das Zeug Frage, gekauft warum, haben. Warum, genau. So, und warum? Der Grund ist, ich bin mir relativ sicher, diese Mischung zwischen Angst und Ignoranz und Haltung. Weil sie wollen unbedingt, die müssen jetzt geimpft werden, wir dürfen keinen Millimeter abweichen davon, wir Deutschen ziehen das einfach durch bis zum Ende. Das ist das eine. Das zweite ist, wie kann es sein, dass sich die Deutschen im Prinzip als einzig kultiviertes Land aus diesem Kulturkreis und sowas alles komplett verweigert, das aufzuklären, weil wir nicht in der Lage sind, Fehler einzugestehen, weil keiner Fehler eingestehen will. Was da passiert ist, und das, wenn du das liest, und das Tolle ist ja das, ganz strategisch schlau, erstmal gebe ich die Akten rausgeschwärzt, dann gebe ich sie etwas entschwärzt raus, die Presse ist jeweils eine dabei, Zeitung hin und her. Beim dritten Mal kümmert sich doch schon keine Sau mehr. Klar. Kein Mensch liest das mehr. Die haben das schon beim ersten Mal haben sie abgehakt, keiner, genau, abgehakt, fertig, aus. So, jetzt sind wieder neue. Es liest keiner. Wenn du das liest, Das ist für mich so dermaßen schockierend. Und du hast recht, es gab Motivation. Und die Aufgabe des Politikers ist es, Entscheidungen zu fällen, und zwar auch falsche. Aber und Sicherheit zu vermitteln manchmal. Sowas. So. Aber eigentlich muss er zumindest sagen, Freunde, es gibt A und B und hin und her und dies und das. Nach Erkenntnissen von Norwegen zum Beispiel, AstraZeneca ist gefährlich, nehmt es dann lieber nicht. Es gibt ja Alternativen, gab ja damals noch drei Alternativen. In jedem Fall gab es zwei Alternativen. Alles das wurde nicht kommuniziert. Und dass dann gleichzeitig sich Herr Lauterbach hinstellt und behauptet, er ist mit AstraZeneca geimpft, nachdem es in Norwegen verbot wurde, das ist Bullshit. Der Mann ist nicht mit AstraZeneca geimpft. Ganz sicher ja, nicht. Ja gut, wie kommst du darauf, dass er nicht... Ever. Ja, warum sollte er nicht? Vielleicht erklärt das ja auch manches, aber das ist jetzt... Also wenn er ein Experte ist, ne, dann nicht. Ja. Ansonsten ist er ein Vollidiot, okay. Das kann auch sein. Die also, andere Nummer ist, was übrigens auch kollektiv so ist, und auch was ich, wenn ich das lese sozusagen, dann stelle ich fest, sie haben bewusst... In der gesamten Beratung, also in dieses ganze Thema, ne? es gibt in dem ganzen Team, dieses ganze Notfallteam, was es gab, keinen einzigen handelnden, mit Patienten befassten Virologen in dem Team. Keinen einzigen. Es sind Theoretiker dabei, es sind Physiker dabei, es ist alles Mögliche dabei. Sie haben Leute um sich geschart, die als Experten etabliert wurden. Keiner von denen ist Virologe, der am Patienten arbeitet. Keiner. Kannst die ganzen Files durchgucken, alle Ärzte stehen da drin, also keiner. Ja, aber... Also, da muss jetzt, man doch heute drüber reden. Da muss man doch... Also ist ja richtig, aber ich auch hier bezweifeln, weil nochmal, die Leidenschaft ist bei mir... ist glaube ich alles. Aber die Leidenschaft geht bei mir in Richtung Null, was jetzt diesen Fall mit dem Impfen betrifft und so weiter. Es wird interessant, wenn wir das demnächst also hier... Mir geht es nicht ums Impfen, mir geht es um die ganze Thematik, nein, was da nein, passiert aber, ist, und um die Aufarbeitung. Warum ich trotzdem nur einen Satz auch dazu gedacht. Schon wieder nur ein Satz. Aber dieser berühmte, ja, da sind kein einziger Praktiker da. Praktiker heißt ja dann Leute, die dann auch irgendwie an Patienten selbst Beobachtungen vornehmen. Was passiert denn mit denen? Weil was ist sonst? Bei einer neuen Situation hast du ja keinen Praktiker, auf dessen Wissen du zurückgreifen kannst. Was aber Wissenschaft natürlich sehr wohl macht, ist ja faktisch auch Erkenntnisse zu gewinnen, laufend zu verbessern. Das ist richtig. Ja. Und zu korrigieren. Ich rede von arbeitenden Virologen, von Krankenhäusern. Ja, ich rede von OKE-Virologen. Aber die Leute, die da jetzt als Forscher sind, also ich kenne keinen medizinischen Forscher, vielleicht liege ich ja falsch, der nicht auch
irgendwo in einem Praxisfeld arbeitet. Es gibt, du wirst, guck dir das Team an, das steht da. Also, die haben immer nur Bücher gelesen? Nein. Die einen sind Bücherleser, ja. Also sozusagen ja, theoretisch. Das ist ja wichtig, brauchst du ja, auch. Ja, klar, brauchst du auch. Weil es muss ja auch eine Logik geben. Absolut. Was beim Impfen ist massivst absolut gut durchargumentiert. Absolut, braucht man alles da. Aber dann sind eben ganz viele Physiker da, man wollen eigentlich die Physiker da. Aber egal. Ja, aber Mediziner doch auch, die auch irgendwie da. Nein, es ist irre, aber es ist so. Und mir geht es nicht darum, das muss man auch mal sagen, ja. Mir geht es gar nicht darum, was damals passiert ist. Mir geht es darum, was heute passiert. Und mir geht es darum, dass nicht aufgeklärt wird. Das ist das Gleiche. Ja, das deswegen nochmal die Frage zurück, genau. Jetzt mal zur Wahl, noch einmal in den letzten Minuten sozusagen kommen. Ja. Bei der Wahl in also Hamburg und Berlin haben... Noch ein Satz. Ja. Lauterbach ist ja bekanntermaßen, der ist wirklich kein medizinischer Praktiker. Ne? Das ist, ich glaube, er hat also mögliche Studien, auch Medizin, Geschichte und. Aber ist kein Praktiker. Das muss man einfach auch mal nochmal betonen. Ich weiß nicht, ob er Spritzen setzen darf, keine Ahnung, aber es gibt ja auch eine große Bandbreite von Dings, also von das nur als kleine Randbemerkung. Ja. Genau. Aber es ist, jetzt nochmal zurück sozusagen, also was Aufarbeitung betrifft, das fehlt mir da und das Gleiche ist es so, dass wenn ich mir dann angucke, dass in Hamburg und Berlin tatsächlich die Grünen immer noch so viele Punkte haben, ist für mich auch ein Nichtwille zur Aufarbeitung, weil eigentlich hätte man doch hier irgendwann im Wahlkampf, also die ganzen Plakate und so, wenn man die anguckt, ne, hätte doch mal irgendjemand von der SPD oder von den Grünen, irgendjemand hätte doch mal sagen müssen, Freunde, wir haben ganz schön eine schlechte Bilanz. Wir stehen beim Volk scheiße da, wir sind total unbeliebt, wir haben ganz, ganz viel versemmelt anscheinend. Also wenn man sich anguckt, das haben andere anscheinend klüger gemacht, da gibt es eine andere Entwicklung, Atomkraft, bla bla bla, so. Da hätte doch irgendwo kommt doch der Punkt, wo du sagen musst, da muss ich mal einsehen. Der Deutsche mit seiner Haltung kann anscheinend nicht mal rechts ranfahren und habe ich auch eine andere Meinung zu. Also aber warum machen Sie es nicht? Warum sagen Sie nicht, dass da was schiefgelaufen ist? Weil Grüne in Hamburg, Grüne in Berlin haben natürlich auch wiederum einen ganz anderen Einzugsbereich im Sinne von grüne Politik findet ja auch regional und lokal statt. Absolut. Nummer eins. Ne? Aber dann sag mir, was ist denn da gut? Was ist da richtig gut gelaufen? Also, den Hamburgern geht es besser als den anderen, weil das eine reichere Stadt ist. Das heißt, das fühlt sich vielleicht noch nicht so dramatisch an. Kann sein. Also ich habe jetzt, das ist sicherlich ein Manko dessen, der jetzt nicht so regional und lokal wird in Berlin, noch, obwohl ich in beiden Städten durchaus wohne. Aber also, da kann ich jetzt auch nicht sagen, also um Gottes Willen, eigentlich hätten die jetzt den Kotau machen müssen. Ich weiß schon, dass es hier nicht um den Kotau geht, aber Aufarbeitung, da können wir uns drauf einigen. Was solche ist denn in Berlin? Die Situation in Berlin ist, die ist doch eine Katastrophe. Die sind ja auch nicht mehr dort an der Regierung. Du kannst jetzt natürlich auch nicht sagen, auch Leute, die eine Überzeugung haben und glauben, dass die bestimmte Überzeugung jetzt irgendwie von einer Partei immer noch besonders gut repräsentiert. Jetzt kann ich jetzt nicht erwarten, ernsthaft, dass die Leute dann komplett absteigen. Die hoffen dann immer noch, dass es dann wieder besser wird. Bei der AfD sagst du ja auch nicht, wie kann man nur die AfD wählen? Siehe jetzt gerade hier diese ganzen Sachen, die sich der Herr Krage geleistet hat oder die für mich ja wirklich sehr schlechten Argumente, die Höcke brachte und dann auch noch Sachen, die also wirklich fast aber schon... Aber ich verstehe, dass die wählen. Ich verstehe es bei anderen nicht. Was ich verstehe ist, Wieso sind jetzt die Wähler der AfD dann irgendwie... Ich verstehe, warum... Weil Menschen, die Handelnde waren, meinst du? Ich verstehe, warum Leute AfD wählen, weil das einfach... Also auf der einen Seite sind Ohrfeigenwähler, die sagen einfach, ich will eine Klatsche verteilen. Ja. Das zweite ist auch Protest gegen diese ganze Ausgrenzung, das glaube ich ganz sicher. Und dann gibt es ein paar, die sicher überzeugt sind davon, dass wir ultrakonservativ sein müssten, weil das einfach besser ist sozusagen. Das andere ist, der zweite Teil der Geschichte ist für mich, bei den Grünen ist es so, nehmen wir mich als Beispiel, FDP-Wähler, ja? Ich wähle die FDP, ich bin so enttäuscht, also ich wähle die nicht, ich bin so enttäuscht worden, ich wähle die war nicht. War ich auch seinerzeit, so, absolut. Und ich bin so enttäuscht, ich wähle sie nicht, ich ziehe Konsequenzen. Bei den Grünen ist es so, dass sie anscheinend irgendwie immer noch, zumindest in Berlin und Hamburg, relativ viele Leute bei der Stange halten können. Ja, aber das ist da komplett Versagen. Also das ist jetzt wieder die Frage, wie definierst du Erfolg? Es gibt ja nur, also das wäre natürlich völlig bescheuert und Meschugge. Ich bin jetzt nicht derjenige, ich habe sie auch nicht gewählt übrigens diesmal. Ich habe sie in der Vergangenheit noch ein paar Mal gewählt. Aber dass ich jetzt irgendwie einen Track Record mache und ich könnte jetzt auch nicht sagen, okay, da haben die Grünen aber herausragende Arbeit geleistet. Aber natürlich gibt es Grüne, die auch auf lokaler Ebene, auf regionaler Ebene und sicherlich auch auf europäischer Ebene auch gute Arbeit geleistet hat. Wir reden ja jetzt im Grunde auch, muss man ja auch mal gerechterweise sagen, dass vielleicht wirklich abschließend, wir reden ja über eine Europawahl. Ja. Natürlich hat die Klatsche die handelnde Regierung bekommen, ganz einfach, weil Europa immer viel zu abstrakt ist. Großes Manko eigentlich von Europa, weil es aus Vielfalt bringt aber keine Wählerstimmen. Das ist auch das Gleiche mit Integration. Du wählst Menschen für konkrete Dinge, nicht aber für so etwas Abstraktes wie Vielfalt. Das meine ich jetzt nicht soziale Vielfalt oder ethische Vielfalt, was auch immer. Wir werden es nicht ändern, aber traurig warst du über das Wählergebnis insgesamt nicht? Nein, ich habe Hoffnung. Okay,
Die haben wir immer.